Hi Leute, das ist ein Mehrteiler, Teil 1, wie immer, in der Playlist erhältlich. Und im letzten Teil haben wir gemerkt, dass, im letzten Teil haben wir den Schrank, oder eher gesagt, ich, den Schrank einsortiert, ist fertig. Und wir haben im letzten Teil besprochen, wie wir die Wand machen. Und wenn wir dann mit der Wand fertig sind, also, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen direkt an, dann labern nicht lang, fangen direkt an mit der Wand, machen Lappen dran. Aber bevor wir das machen können, muss das alles weggeräumt werden. Kein Bock, aber muss leider sein. Also, als erstes müssen wir jetzt mal gucken, wo wir die Wand hinmachen. Ich will mir ein, dazu wird es auch ein Video geben, mobiles Plattenlager bauen, das wir dann irgendwo hier haben. Dass wir auch ein mobiles Plattenlager haben. Was heißt mobil? Das wird meistens eh immer an einer Stelle stehen bleiben. Aber mobil ist jetzt einfach, es hat Rollen, das können wir wegrollen. Für große Platten Platz und für kleine auch. Und ich würde sagen, dann machen wir uns erstmal ran, das hier wegzuräumen. Und dann sehen wir uns wieder. Ich habe die Wand jetzt freigeräumt. Das ist die hinter mir. Dann holen wir jetzt erstmal die Platte und zeichnen uns auch an, wo die gemacht werden muss. Da bin ich wieder, ihr habt gerade gesehen. Ich habe die Dinger angezeichnet. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, wir machen 4 Leisten hin. So, dass es passt. Wir machen 4 Latten hin, die Wand dann quasi hält. Also die USB-Platte. Und ja. Dafür habe ich mich jetzt entschieden und ich gucke jetzt mal nach den Leisten.